Süchen. Das. Hier und das da. So, wo muss ich jetzt hin? Dahin. Aha. Erstmal zur Post. So. Das Geld nehme ich dankend an. J. Kann ich doch bestimmt wieder ein bisschen was, oder? Nö. Okay. Uldar Fluiska? Dahin, genau. Wohl in Satra. Mensch. Ja, aber warum zeigt er mir jetzt weh an? Hitze. Nee. Seltsames Spiel. So. Möchte jemand Erfrischungen? Wir haben eine reichhaltige Getränkeauswahl. Nein, danke. Ich brauche nichts. Das fängt ja gut an. Meisterin Satil, danke, dass ihr gekommen seid. Natürlich. Die Schiffe der Revaniter wurden allesamt versprengt, erobert oder vernichtet. Ihre Komplizen an Bord unserer Schiffe wurden gefangen genommen. Ihr habt eine Bedrohung entdeckt und uns die Mittel gegeben, sie eigenhändig auszumerzen. Was gibt es noch zu besprechen? Revan ist immer noch am Leben, mein Lord. Und seine Pläne gehen noch viel weiter. Der Imperator ist nicht tot. Revan glaubte, er könnte das ändern, aber er irrt sich. Ist das richtig? Niemand, nicht einmal Revan, kann den Imperator wirklich vernichten. Ich habe den Imperator niedergestreckt. Ich habe gesehen, wie er gestorben ist. Ihr habt seinen Körper vernichtet und seinen Geist verletzt. Das hat vor euch wohl noch niemand in der Form geschafft. Aber es war nicht genug. Der momentane Zustand des Imperators ist schemenhaft. Er besitzt keinen Körper. Um ihn angreifen zu können, muss Revan ihm zuerst wieder eine physische Form geben. Was genau das ist, was der Imperator will. Zuerst wird er Revan vernichten. Dann uns. Mann. Und schließlich alles Leben in der Galaxis. Wie können wir das verhindern? Wie halten wir Revan auf? Das Versteck des Imperators ist ein Geheimnis. Selbst für den Rat der Sith. Der vierte Mond von Yavin. Dort finden wir Revan. Er wollte, dass ich mich ihm dort anschließe. Und er hat mir nicht ausdrücklich verboten, noch ein paar Freunde mitzubringen. Laut unserer Daten verfügt er immer noch über erhebliche Streitkräfte. Wir hätten eine bessere Chance, sie zu schlagen, wenn wir zusammen angreifen. Egal, welche Beweise ich vorbringen würde, ich bezweifle, dass die oberste Kanzlerin einer Allianz oder einem Waffenstillstand zustimmen wird. Das wird der Rat der Sith auch nicht. Aber die Soldaten auf meinen Schiffen sind mir treu ergeben. Ich kann meine Truppen von einem Waffenstillstand überzeugen. Sie haben selbst gesehen, welche Gefahr Revan darstellt.
Dann treffen wir uns auf Yavin 4. Einverstanden. Tiron. Wir können unterwegs reden. Ich muss hier noch ein paar Dinge erledigen. Ich danke euch allen für eure Hilfe. Das kann nicht einfach gewesen sein. Die Verschwörung ist endlich aufgedeckt. Wir haben unsere Taten für lange Zeit vor unseren Verbündeten verborgen. Es ist eine Erleichterung, dass das jetzt vorbei ist. Dann können wir also jetzt darüber reden, wie ihr mich den Wölfen zum Fraß vorgeworfen habt? Ich habe eine wohlüberlegte strategische Entscheidung getroffen. Und wie wir alle sehen können, hat sie sich ausgezahlt. Hättet ihr mich eingeweiht, hätte ich mich freiwillig gemeldet. Aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Wir konnten nicht riskieren, dass euch die Revaniter auf die Schliche kommen. Ihr musstet im Dunkeln tappen, damit der Plan funktioniert. Wenn die Revaniter gewusst hätten, dass eure Entführung ein Trick ist, hätten sie euch getötet und wir hätten niemals von Revans Plan erfahren. Die Wahrheit zu verbergen war die beste Option. Wir haben genau einen einzigen professionellen Agenten in unserer Gruppe. Ich wäre schon klargekommen. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mit der Mission fortfahren. Es ist noch ein weiter Weg bis Yavin. Einverstanden. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Lana, bleibt einen Moment. Wir sollten reden. Natürlich. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise nach Yavin. Da habe ich ganz schön was angerichtet, oder? Den bösen Sith darf man nicht trauen. Genau die Einstellung, die wir jetzt brauchen. Ich würde wohl kaum so viel Zeit mit euch verbringen, wenn ich mit ein paar Intrigen nicht klarkäme. Klingt logisch. Die Momente, die wir miteinander geteilt haben, die Verbindung zwischen uns. Das alles ist mir sehr wichtig. Ich möchte euer Vertrauen nicht verlieren. Meine Stärke liegt in der Leidenschaft, der ich mich hingebe. In meinen Diensten für das Imperium und in euch. Ihr seid sehr wichtig für mich, Lana. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir viel. Langfristig betrachtet spielt das aber keine Rolle, oder? Dieser Waffenstillstand währt nicht ewig. Selbst wenn wir Erfolg haben, geht der Krieg weiter. Für uns gibt es keine gemeinsame Zukunft. Ich bin nicht bereit, einfach aufzugeben. Seid ihr es denn? Was? Hast du jetzt gestruckt? Aber die Zeit arbeitet gegen uns. Wir sollten uns beeilen. Ich musste gerade zusehen, wie mein Charakter und die Sith sich knutschen. Sowas kann ich nie ab. Wenn ich sowas schon im Fernsehen sehe oder in irgendwelchen Serien oder so. Aber jetzt habe ich eine zweite Geliebte an meiner Seite. So muss es sein. Kopfschuss der Himmelsgrad-Bolwer. Okay. Die öffnen wir jetzt. Oh. Momentchen mal. Wir vergleichen mal. Okay, okay. Angriff geht ein bisschen weg. Ausdauer, Beherrschung kriege ich aber ein Plus. Also ausrüsten. So schnell stirbt niemand. Die ganzen Modi-Dinger können weg. Und da gibt es wieder Money. Wie komme ich jetzt auf dem schnellsten Wege? Ah, P war das immer, okay. Vermächtnis. Er ruft an. Auf Tatooine? Nein. Ruft eine Fähre für den Prioritätstransport zu deinem eigenen Raumschiff. Mach mal. Ich
Söhchen, wo ist denn mein Schlafgemach? Hier. Da ist aber nicht mein Schrank. Der ist nicht hier. Da ist er. Gegenstände, nein. Währung. Nein. Benutzen. Fordere einen Nottransporter zur Flotte an einen Ort, an dem Händler... Ach ja, nee, brauche ich nicht. Für meine Fähigkeiten. Ne? Okay. Nun denn, ich brauche mit niemandem quatschen, das ist gut. Dahin. 3000 kostet der Spaß. Oh, es wird ja mal teurer. Am Konferenzraum hin, okay. Jo. Wo war ich doch schon? Ja, hier war ich schon mal. Warte, bin ich wieder weg. Ziel. Was haben wir denn für Titel? Programmknacker. Okay. Der Unbezwingbare. Ja. Nee. Wo war's? Da. Das bleibt gut. Der unbezwingbare Eiklp. Das hört sich nice an. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ja, die kann ich nicht verkaufen. Toll. Leben Sie wohl. Aber ich kann immer noch nichts kaufen, weil alles so teuer ist. Mist.
Wo muss ich denn hin? Dahin. Na dann. Vanilla Sky. Was? Ist auch ein schöner Name. Ach, Mann. Mein Herr möchte vermelden, dass die Umgebung recht unwirtlich ist. Die Revaniter haben ihre Basis in einem alten Tempel in der Nähe errichtet. Wir haben keine verwertbaren Vorräte oder Unterkünfte gefunden. Die anderen Scouts haben Ähnliches gemeldet. Es gab Kontakte mit Revaniter-Patrouillen, aber noch keinen schweren Widerstand. Ich spüre die Präsenz des Imperators. Ich würde sie überall erkennen. Aber diese Präsenz ist nicht allein. Der Imperator ist nicht der einzige Sith, der an diesem Ort Spuren hinterlassen hat. Wir müssen das umliegende Gebiet besser im Blick behalten. Die Scouts können in so dichtem Unterholz nur eingeschränkt arbeiten. Es ist mehr als das. Ich spüre Angst, Misstrauen. Diese Welt ist durchzogen von altem Hass. Und wir haben unseren Teil schon längst beigetragen. Kommt da auch noch sowas wie ein Vorschlag? Die Truppen lenken sich gegenseitig zu sehr ab, um das Gebiet effektiv im Auge zu behalten. Sie haben Angst, dass ihnen jemand in den Rücken fällt. Dann errichten wir einen neutralen Perimeter um die äußeren Wachen herum. Sensorausrüstung ist unparteiisch. Das kann ich erledigen. Sobald unsere Position gesichert ist, können wir uns auf Revan konzentrieren. Ich kümmere mich um diese Sensoren. Haltet mich auf dem Laufenden. Immer doch. Viel Glück. Wo ist es denn? Okay. Wow. 60 runter. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Nun denn, ich muss dahin, dahin, dahin und dahin. Und dann dahin und da und dann. Naja. Okay, ich muss entweder da oder. Ich komme zwischen. Ja, ich komme zwischen Bäumen. Nice, nice. Und da ist es. Ich habe ein Signal. So, das da. Ich weiß nicht mehr, was ich von meiner Hand soll. Ich behalte sie mal. Das geht ja aber echt nicht vonstatten. Ah.
da bin ich. Jetzt muss ich den dort noch snacken. Den? Wo? Okay. Mensch. Das ist doch auf der anderen Seite. Okay. Fucking Druide lang, ey. Ich sehe das nah beim Auf- und Abgehen zu. Das war angespannt. Kommt da einfach vor dich mal auf. Das aktivieren und einmal nach da oben. Schön. Was ist denn das? Sith-Geist. Erfolg abgeschossen, Meister des Dash. Okay. Was ist das? Aussässiger Massasi-Rohling. 63.000 Leben. Kira, komm, scan. Bedeutung. Aha. Ah.
Stupide, gehst du mal bitte und so. Warum ist denn Stupide? Lanzenstaffeleinheit 6. Okay, Hammer. So, hier bin ich safe. Wo muss ich hin? Mein Finger fällt gleich ab. Besiege Dschungelkreatur. Nee, das ist mir egal. Baue eine Verbindung mit dem irgendwas auf. Okay. Ah, da ist es. Ich habe alle Sender platziert. Gute Arbeit. Bevor ihr zur Basis zurückkehrt, wäre vielleicht noch eine weitere Modifikation angebracht. Mit ein paar kleinen Anpassungen können wir die Sensoren dazu bringen, uns zusätzliche Daten über imperiale Aktivitäten zu liefern. Sie werden davon nichts mitkriegen. Ihr wollt die Imperialen ausspionieren? Ich glaube, die jüngsten Ereignisse haben uns gezeigt, dass wir wachsam bleiben sollten. Das wird sie in keiner Weise beeinträchtigen, aber wir bleiben informiert. Erkennst du mein Gesicht nicht? Scheiße. Ja. Wenn wir einander nicht vertrauen, erreichen wir niemals einen anhaltenden Waffenstillstand. Ist das euer Ernst? Ich kann euch wohl nicht dazu zwingen, vernünftig zu sein. Kehrt einfach zum Lager zurück. Ihr seid fertig da draußen. Theorem Ende. Wow. Willkommen. Was? Wer? Wo? Süßchen. Okay. Das war's immer noch nicht. Der gibt endlich mal Loot. Das hinterfrage ich jetzt. Moment. Alles klar. Wer auch immer das war, hatte seinen Spaß. Darth Maar im Visier. Freie Schussbahn. Was? Und ihr habt
Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Jetzt wüsste er, dass ich da bin. Naja, so wie es aussieht, müssen wir mit den Typen zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich war es gut so, dass ihr nicht den Mumm hattet. Nur auf dem Planeten vielleicht. Oder ob das jetzt seit dem großen Update war, aber wenn du mit diesem kleinen Gleiter fliegen tust, ne? Über die Map. Findet ihr das genauso du guckst nicht mehr zu, wie du fliegst. Irgendwann kriegst du Ladebildschirm und dann bist du schon da. Nee. Ich bin ja auch auf dem jetzigen Planeten Barichi, fliege ich ja die ganze Zeit. Und da ist das nicht passiert. Selbst da hatte ich das bei mir. Mal nur auf einem anderen Planeten testen. Ne? Also ich zumindest. Blut? Nein. Ich bin ja eh noch mal richtig. Ihr spürt es auch. Beschäftigt. Nicht die alten Sith oder den Imperator. Auch nicht Revan. Eine Präsenz, die anders ist. Ja. Sie ähnelt euch. Ich spüre sie auch. Ist es wirklich möglich, dass die helle Seite hier präsent ist? Das Licht kann überall erstrahlen. So scheint es. Die Sensoren orten etwas Greifbareres. Große Strukturen, gebaut aus einer Mischung von alten und modernen Materialien. Es scheint, dass sie verwüstet worden sind. Viele Trümmer. Sucht nach Übertragungen im Signalbereich 47.2. Was ist das? Es ist verschlüsselt. Die Fakten hinter einem Gerücht. Diese Frequenz wird nur von der imperialen Garde genutzt. Die Struktur, die wir gefunden haben, muss ihre Ausbildungsanlage sein. Ich habe auf Corellia gegen die imperiale Garde gekämpft. Sie waren gefährliche Gegner. Sie gehören zu den gefährlichsten in der ganzen Galaxis. Wenn die Garde eine Anlage hier hat, wissen Sie vielleicht, wo sich das Versteck des Imperators befindet? Was uns direkt zu Revan führen würde. Ihr habt recht. Nachdem es sich hier um rein imperiale Interessen handelt, stelle ich ein eigenes Team zusammen, um die Sache zu untersuchen. Beneko, kommt mit. Wir können nicht tatenlos zusehen. Niemand weiß, was sie in der Anlage finden werden. Wir können ihnen nicht blind vertrauen. Beeilung. Während Mar sein Team zusammenstellt, verlasst ihr das Lager und durchsucht die Basis der imperialen Garde. So schnell wie möglich. Wir versuchen, die Imperialen hinzuhalten, so gut es geht. Hoffen wir nur, dass das nicht hässlich wird. Wir brauchen unsere gesamte Kraft, um Revan zu besiegen, wenn es soweit ist. Tut nichts, was das Unternehmen in Gefahr bringen könnte. Das werden wir nicht. Möge die Macht mit euch sein. Jo. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Bis dahin, okay. Müsste es rein theoretisch kein Geist geben. Okay.
Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Kaufe. Leben Sie wohl. Seltsam bekannt vor. Ich war zwar noch nicht hier, aber ich habe ihn bereits gesehen. Wow. Er gehört dem Imperator. Herr Kira, halt mir die Klappe. Ich will das genießen hier. Boah, cool. Was ist denn das? Versorgungslager. Aufsehrlisten, okay, die brauche ich nicht wegklatschen. Oh, da ist ein Loyalist, na dann, komm mal her. Hahaha, Löchchen. Oha, komm mal auf. Ich muss sie echt komplett fighten. Oh Mann. Keine Sorge. Mensch, Kira. Was ist denn hier so schwer, so einen Druiden zu klatschen? Kira, Kira, Kira. Yeah.
Sagt nicht, der ist da oben. Partisan, Anhänger, Anhänger, Gefechtsdruide, nein. Okay. Nee, da sterbe ich, wenn ich runterplumps. Hier ist noch ein Aufseher. Hör doch mal auf, mich wegzubouncen! Was hab ich dir denn getan, Mann? Alter! Echt sauber mal! Besiege die Revanita Partisanen und Anhänger. Ja, mach mal. Hab ja sonst nichts zu tun. Nee, der Bonus ist mir scheißegal. Anhänger, Anhänger, Aufseher. Ist das da drüben? Anhänger, Anhänger. Ich brauche 5 Stück. Generalstraden. Okay. Wir werden abgeschossen, kümmerst du dich mal? Nee, Papa regelt wieder. Wow, was ist denn hier los? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ob ich das hinkriege? Naja, no risk, no fun. Oh, bitte was?
Ja, Kira, ich krieg's mit und wenn ich jetzt reinkomme, bin ich auch gleich tot. Hört mal auf! Alter! Kira's down, lull! Ah ja, komm! Ja, ist klar, Alter! Leck mich fett, ey! Ich bin gestorben. Was? Ja, gegen 8 Leute der Stufe 60 komme ich nicht an. Okay. Da, so. Wieder taufrisch. Ich muss da hin. Druide, du läufst in die Richtung, das ist gut. So, hier oben steht keiner. Sehr schön. Ja, nö, wartet mal. Ich will nicht kämpfen. Eindringlinge, Unbefugte, dieser Mond ist für euch tabu. Er hat es schon immer gesagt, nur die Treuergebenen, nur die Reinsten. Sein Wille ist unser Befehl. Bleibt ruhig, ich bin nicht hier, um euch weh zu tun. Tut mir weh, so viel ihr wollt. Das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Ihr wurdet von den Anhängern eines Mannes namens Revan angegriffen. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Zum Tempel. Und von dort aus sind es nur noch ein paar Schritte zum Ziel. Wir sind gescheitert, aber das wird er auch. Pläne über Pläne. Auch das wurde vorhergesehen. Es gibt keine Überraschungen. Alles wurde vorbereitet. Was soll das heißen? Das Ende ist unausweichlich. Wir werden alle verschlungen, um seine Erhabenheit zu nähren. Alle Völker, alle Welten, alle Spezies. Ihr, ich, Revan, niemand wird überleben. Lasst das Ende beginnen! Keine Sorge. Ich diene seinem Ruhm! Alter, ich schieb dir jetzt meinen Arm. Schwert im Arsch, Alter. Das kann doch nicht sein. Enden. Hör doch mal auf, ey. Alter, jetzt reicht's aber. Es ist unausweichlich. Auch falsche Taste schon wieder. Alter. Ich diene seinem Ruhm. Nee, du bist tot. So, erstmal looten. Mein Tod dient seinem Willen. Unser aller Tod. Unser Opfer ist der Funken für seine flammende Wiederkehr. Wie ich sehe, habt ihr einen neuen Freund. Der Mann hat Revans Angriff als einziger überlebt. Wir müssen ihn ins Lager bringen, um ihn zu befragen. Dann tun wir das. Kehrt zum Lager zurück. Wir haben viel zu bereden. Leer. Wer spricht denn die ganze Zeit zu mir hier? Hä? Gibt's hier Loot? Toll. Ich will jetzt so ein 5000 Damage Schwert gern bekommen, ja. Ich sag mal so, ich kämpf noch mit einem 600er. Die ganze Zeit.
Du hast aber zwei Schwerter, du musst den Clan doppelt werten. Ich würde eben 1200. Ich muss jetzt da ein Meldisch im Konferenztisch. Jetzt mich verarscht, ich muss wieder rein zurück. Naja, da fahre ich dort jetzt nochmal hin und dann denke ich mal, das war's dann für heute. Okay. Wenn ich hier ohne zu kämpfen rauskomme. Vorne stehen welche. Scheiße. Ach komm, einfach durch hier. Ihr habt mich nicht gesehen. Lol. Die lassen mich halt wirklich in Ruhe. Haha, geil. Und das? Sensordorn. Angeklickt. Ich hatte Darth Maul im Visier. Freie Schuss. Erinnerung: Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Naja, so wie es aussieht, müssen wir mit den Typen zusammenarbeiten. Wahrscheinlich war es gut so, dass ihr nicht den Mumm hattet. Ja, vielleicht. Hey. Das war's aber für heute. Wir machen der Quest dann beim nächsten Stream weiter. Ich weiß noch nicht, wann der sein wird. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop.